Hallo zusammen, heute zeige ich euch die neue Trend-Edition von Essence, die heißt Metal Glam und sie soll effektvoll funkeln und metallisch sein. Erhältlich ist die im Oktober 2013 und sie soll so ein bisschen Glamour in die Vorweihnachtszeit bringen, aber am besten schaut ihr jetzt selbst. Hier seht ihr als erstes einen aprikotfarbenen Creme Blush und der soll so einen dezenten metallischen Schimmer auf eure Wangen zaubern. Ich persönlich bin sehr gespannt auf das Produkt, habe aber auch ein bisschen Sorge, dass dieser metallische Schimmer eventuell etwas speckig aussehen könnte, aber das muss man dann sehen. Ja, hier sind dann die metallischen Lidschatten, die sollen hochpigmentiert sein. Ich bin sehr gespannt auf die Textur und hoffe, dass sie so ein bisschen weich und cremig im Auftrag sind. Da bin ich sehr gespannt. Mir persönlich gefällt die 02 und die 04 am besten. Ich denke, dass diese Lidschatten mir persönlich ja doch stehen würden und ich sie mir wahrscheinlich kaufen werde. Mal schauen. Ja, und dann haben wir das Highlighting Powder. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass es wieder eins gibt, weil gerade die LE-Produkte mir hier immer sehr gefallen haben. Das soll jetzt in Weißgold schimmern. Auch das gefällt mir sehr gut. Das ist ein bisschen frostig und winterlich wahrscheinlich angehaucht. Das hoffe ich zumindest. Und das werde ich mir definitiv kaufen. Ja, als nächstes haben wir drei Lipglosse, die einen metallisch irisierenden Effekt auf den Lippen hinterlassen sollen. Die Lidernen gefallen mir persönlich jetzt nicht unbedingt. Ich kann mir nicht vorstellen, sie zu tragen. Wahrscheinlich sehe ich dann aus, als ob ich friere oder schwer krank bin. Wie findet ihr diese Farben? Ich denke, ich werde mir den bronzefarbenen mal genauer anschauen, weil den finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Sieht so ein bisschen aus wie ein dezentes Roségold bis Bronze und den mag ich sehr, sehr gern. Ja, was denken sich die Hersteller eigentlich immer wieder dabei, diese komischen Klebe-Eyeliner da zu entwickeln? Ich habe die mal ausprobiert in einem Video, das verlinke ich euch mal in so einer Nacht- und Nebelaktion. Ich persönlich würde so etwas niemals tragen. Ich glaube nicht, dass das zuverlässig ist oder jemals gut aussehen kann. Wie findet ihr das? Ich glaube, das würde ich persönlich aus dieser Trend-Edition streichen und finde das sehr, sehr überflüssig. Ja, hier kommen wir dann zu den vier Lacken dieser Edition. Die passen natürlich farblich unheimlich gut zu den Lidschatten und allen anderen Produkten. Die sind natürlich perfekt abgestimmt. Ich persönlich finde tatsächlich alle vier Lacke sehr, sehr schön und werde mir wohl auch alle vier mal genauer ansehen, weil ich ein Opfer bin. Ja, als nächstes haben wir hier noch einen Effekt-Topper. Das ist so ein Gold-Topper. Der soll so goldene Flakes enthalten haben und er soll sie auch reichlich enthalten haben, sodass sie nicht nur so reingeschossen sind und ihr euch da in mehreren Schichten diese Flakes auftragen müsst. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Versprechen wirklich eingehalten wurde. Denn wenn ja, dann würde ich ihn mir wahrscheinlich kaufen, weil man gerade auch da in der Weihnachtszeit sehr, sehr schöne Designs mitmachen kann und Gold dann auch einfach überall zu passt. Ja, dann gibt es noch Nagelfolien in dieser Trend-Edition. Ich weiß immer persönlich nicht so richtig, was ich von Nagelfolien halten soll. Mal finde ich es ganz interessant, aber am Ende einfach zu unzuverlässig auf meinen Nägeln. Also ich glaube, ich werde sie mir eher nicht kaufen, finde sie aber allerdings optisch doch schon sehr gelungen. Ja, zu guter Letzt gibt es in dieser Trend-Edition noch eine kleine Spielerei, wie ich finde. Das ist Schmuck, den man sich aufkleben kann. Ich persönlich würde das eher nicht machen. Ich denke, dass man gerade in der Winterzeit lange Pullover trägt und dann ist das eher so optimal, wenn man sich die ganzen Fusseln damit einarbeitet. Ja, ich würde es mir eher nicht kaufen. Ich hätte mir gewünscht, dass es dann vielleicht tatsächlich echte Schmuckstücke sind. Das hätte ich wahrscheinlich toll gefunden. Ja, kommen wir zur nächsten Trend-Edition. Die wird erhältlich sein von Oktober bis November 2013. Die heißt Beauty Beats on Tour mit Justin und seinem Bieber. Ich würde mir ja persönlich viel eher wünschen, on Tour mit Rammstein oder irgendwie sowas in der Art, aber man kann ja nicht alles haben. Und jetzt geht's los. Hey, nicht traurig sein. Falls jetzt Fans unter euch sind, das habe ich natürlich nicht ernst gemeint. Justin hat natürlich keinen Bieber, sondern einen Vogel. So, ich tue jetzt wieder so, als wäre ich seriös. Kommen wir zum Blush. Wie ihr sehen könnt, haben die Produkte eine Songtextprägung von Justin Bieber und seinem Bieber. Und ja, ich persönlich finde den Blush tatsächlich sehr, sehr schön. Ich kann mir vorstellen, sollte er etwas stärker pigmentiert sein, dass man ihn doch dezenter auftragen muss. Ich werde ihn mir wahrscheinlich einfach mal anschauen und dann überlegen, ob ich ihn kaufe. Ja, hier sind die Monolidschatten. Ich finde die persönlich jetzt nicht so den Oberknaller. Die machen auf den Pressebildern einen recht metallischen Eindruck. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich noch am ehesten den zweiten kaufen, weil er so ein bisschen frostig-winterlich aussieht. Wenn er denn metallisch rauskommt, kann ich mir den doch ganz gut vorstellen. Nächstes sehen wir den Highlighter. Das ist eigentlich so ein All-Over-Glow. Jetzt auch besprochen.
Also es ist eigentlich als All-Over-Glow gedacht, aber damit man nicht aussieht wie All-Over-Speckschwarte, werde ich mal schauen, ob man den nicht auch als handelsüblichen Highlighter zweckentfremden kann. Das muss ich mir dann einfach in der Drogerie mal anschauen. Ich hoffe schon, denn dann werde ich ihn wahrscheinlich kaufen, weil ich Highlighter immer kaufen muss. Ja, hier kommen wir zu den Glossen. Das sind drei Farben. Ich kann mit den Farben persönlich nicht so viel anfangen. Sie versprechen allerdings eine lange Haltbarkeit. Ich bin da einfach mal sehr gespannt und schaue mir die Textur in der Drogerie einfach mal an. Vielleicht kommen die Farben ja auch dann etwas anders raus. Das wird man dann sehen. Ja, jetzt kommen wir zu einem Kajalstift. Das ist so ein 2-in-1-Teil. Einmal hat er eine breite Spitze und dann eine abgestreckte Spitze für feinere Linien. In dem Pressetext stand leider nicht, ob er jetzt wasser- oder wischfest ist. Allerdings stand er, er sei langanhaltend. Aber ja, den muss man sich auch einfach mal ansehen. Ja, hier sind die vier Lacke der Edition. Die Farben gefallen mir persönlich tatsächlich sehr gut. Hier kann ich mir auch das Mintgrün besser vorstellen als auf den Lippen. Ich denke, auf den Nägeln macht das einen wesentlich besseren und gesünderen Eindruck. Da bin ich einfach mal gespannt. Ich denke, dass ich mir sicherlich den ein oder anderen Lack davon zulegen werde. Ja, als nächstes gibt es was ganz Interessantes zum Thema Nageldesign. Da haben wir die Paperprint Designs, die finde ich ganz, ganz toll. Ich hatte da auch schon mal ein Tutorial zu gemacht. Da findet ihr diese kleinen Blättchen, die enthalten Justin Bieber Texte. Die würde ich mir persönlich jetzt nicht auf die Nägel machen, aber die Transferlösung interessiert mich doch schon, vielleicht für meine eigenen Zeitungsartikel. Und zu guter Letzt noch eine kleine Spielerei. Da gibt es Haarbänder im Doppelpack. Im Pressetext steht, dass uns diese Haarbänder schützen sollen, damit uns die Haare nicht ins Gesicht fallen, wenn wir so richtig zu wilden und heißen Justin Bieber Beats abrocken und wir immer den Blick auf die Bühne frei haben. Ja, das war's auch eigentlich schon von der Trend-Edition hier an dieser Stelle. Ja, gebt mir doch bitte mal so ein kleines Feedback, wie ihr beide Editionen findet. Wie findet ihr Metal Glam und wie findet ihr die Justin Bieber Kollektion? Ich persönlich bin der Metal Glam Kollektion sehr zugetan. Es tut mir übrigens unfassbar leid, dass ich gelacht habe. Wenn man einmal lacht, dann kann man nicht mehr aufhören. Ich habe natürlich nichts gegen Justin Bieber, falls jetzt wieder irgendjemand das denken sollte. Die ganze Grundsituation war nur hier irgendwie lustig mit dem Make-up. Ich finde die Justin Bieber Kollektion tatsächlich auch gelungen. Ja, und man muss sicherlich sagen, dass die Zielgruppe, die Hauptzielgruppe von Essence sicherlich auch Mädels anspricht, die ganz bestimmt Justin Bieber-Fans sind und sich über diese Kollektion wahrscheinlich wahnsinnig freuen. Was sind also eure Highlights aus diesen beiden Kollektionen, aus den beiden Editionen? Was werdet ihr euch unbedingt anschauen oder auch gleich kaufen? Was ist für euch jetzt schon klar? Sagt mir das mal bitte, das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sag euch Tschüss.